Leute, frohes neues Jahr. Es ist Anfang des Jahres und schön, dass ihr trotz dieser Kälte hier seid. Ein Jahr sind wieder vergangen. Seit dem 16. September 2022 waren wir wirklich aktiv. Jedes Wochenende, jeden Samstag standen wir hier in Münster auf der Stubengassenplatz bzw. Gina Massa am Miniplatz. Das seht ihr auch oben an dem Schild. Jetzt ist es nur noch einmal der erste Samstag im Monat, wo wir hier sind. Aber wir wollen jetzt auch andere Veranstaltungen machen. Und dazu könnt ihr, wenn Interesse besteht, unsere Instagram-Seite besuchen oder halt eure E-Mail-Adresse geben. Dann können wir euch mitteilen, wenn wir auch andere Veranstaltungen haben. Ihr habt jetzt schon vor den Vorrednern viel gehört, was wieder im Iran los ist, und das seit 45 Jahren. Das ist nichts Neues. Seit 45 Jahren gibt es Hinrichtungen, Tod, Mord, Vergewaltigung, Folter in den Gefängnissen. Es wurde festgesetzt, dass alleine 2023 823 Menschen hingerichtet worden sind. Alleine im Januar jetzt 2024 sind schon 6 Hinrichtungen geschehen. Die meisten Hinrichtungen sind von den kurdischen und von den balutschischen Mitbewohnern im Iran. Das hat sich nichts verändert. Seit einem Jahr haben wir Forderungen an die Bundesregierung: Stoppt den Handel mit dem Iran, kein Atomdeal, kein Handel mit Kindermördern. Iran, die Islamische Republik Iran muss isoliert werden, aber nicht Revolutionsgarde muss auf die Terror- und Sanktionsliste, weil es ganz wichtig ist, wenn die auf die Terror- und Sanktionsliste kommen, dann werden deren Gelder eingefroren, die kriegen kein Visum, können nicht mehr ein- und ausreisen, und das ist alles nicht passiert. Wir reden von personenbezogenen Sanktionen, aber auch das ist nicht passiert. Wir haben immer wieder gesagt, dass die Islamische Republik Iran mit Schuld ist im Nahen Osten, weil die Islamische Republik Iran die Hamas unterstützt finanziell, die Houthis, Hezbollah und wie sie alle heißen. Aber keiner hat auf uns gehört. Wenn man sich überlegt, wenn Sie wissen, der Iran ist im Vorsitz des Menschenrechtsrats. Also da muss man sich vorstellen, seit einem Jahr, also 45 Jahren ist das so, aber seit einem Jahr erzählt gleich eigentlich die ganze Welt, was im Iran passiert und los ist. Und keiner kann eigentlich mehr sagen, vor allem nicht die Politiker, wir wussten es nicht. Und trotzdem wird weiter mit denen gehandelt und die sitzen im Vorsitz. Da fragt man, was ist da schiefgelaufen? Gina Massa Amini, die junge Kurdin, die getötet worden ist, die hat den Sacharow-Preis bekommen. Der Rechtsanwalt hat den Preis entgegengenommen, hat eine sehr gute Rede gehalten, ist mit diesem Preis wieder zurück in den Iran geflogen, wurde direkt festgenommen, sitzt jetzt im Gefängnis und der Preis wurde ihm entzogen. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, Josep Borrell ruft jetzt gerade letzte Woche den Außenminister von Iran an und spricht seine Beileid aus, was im Iran jetzt gerade durch die Anschläge passiert. Spricht, also redet noch mit dem Außenminister im Iran und tut so, als ob die richtige Menschenfreunde sind und überhaupt legitimisiert sind, dass man überhaupt mit diesen Menschen redet. Dann hat Nagis Mohammadi den Friedensnobelpreis bekommen. Sie sitzt im Gefängnis. Wer kümmert sich denn darum, dass sie freigelassen wird? Wer spricht sich denn darüber aus oder wer setzt sich für sie ein, damit sie freigesetzt wird? Wieso passiert nicht eine richtig große Kampagne von den Politikern, damit wenigstens diese Menschen oder diese Frau freigesetzt wird? Warum? Wir haben alleine in dem letzten Jahr über 20.000 politische Gefangene. Vergessen wir niemals die ganzen politischen Gefangenen in den letzten 45 Jahren. Wir reden jetzt einfach nur über dieses eine Jahr. 20.000 politische Gefangene.
Tomasz Soley, ein Rapper, ein junger Rapper, der im Gefängnis saß, hat über 6 Jahre Haft bekommen für seine Lieder, für seine Musik. Dann ist er im November auf Kaution freigelassen worden, hat nach ein paar Tagen nach seiner Freilassung ein Geständnis gemacht, hat zu den Bürgern gesprochen, hat gesagt, so und so ist es unter Folter passiert, das ist passiert, dies ist passiert. Und ein paar Tage danach wurde er wieder festgenommen und wegen Propaganda gegen Staat hat er jetzt wieder 1 Jahr Haft bekommen. Damit will die Islamische Republik Iran immer wieder der Bevölkerung zeigen, ihr habt nichts zu melden, wir können machen, was wir wollen, es passieren keine Konsequenzen. Und das sehen die Menschen im Iran. Und dann fragt man sich, warum gehen die Menschen im Iran nicht auf die Straße? Sie sind auf die Straße gegangen. Sie haben mit so vielen Toten, so viele Tote, so viele politische Gefangene gegeben. Aber sie haben auch gesehen, dass vom Westen, dass vom Ausland keine Unterstützung kommt. Dass von den Politikern nichts kommt. Und deshalb, trotzdem sind sie so mutig. Die Frauen gehen immer noch ohne Kopftuch auf die Straße. Immer noch gibt es hier und da Proteste. Und wie die Vorredner in Streiks, verschiedene Formen, gehen die Menschen immer noch, sind sie am Protestieren. Reza Razai und Mojahed Kurkur, auch zwei politische Gefangene unter den ganzen politischen Gefangenen, die jeden Tag jetzt hingerichtet werden können. Und mit diesem Regime wird weiterhin geredet und verhandelt. Das muss man sich einfach vorstellen. Jeden Tag gibt es Hinrichtungen. Und trotzdem wird kein Stopp gesetzt mit dem Handel. Kein Handelsstopp. Irgendwas muss doch passieren, damit die Islamische Republik Iran merkt, okay, wir können so nicht mehr weitermachen. Die Botschaften, wir haben immer gefordert, die Botschaft im Iran, hier in Deutschland muss geschlossen werden. Die Konsulate müssen geschlossen werden, die Diplomaten müssen ausgewiesen werden. Nichts passiert. Nur bla 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 bla, solidarische Worte, sonst nichts. Und deshalb, warum sollen wir hier überhaupt irgendwas ändern? Über den Abschiebestopp haben auch die Vorredner gesprochen. Also wie kann man wieder die Iraner, Iranerinnen abschieben in einem Land, wo die Menschenrechtsverletzungen sich 0,0 verbessert haben? Und es hat sich ja nichts verändert, wo letztes Jahr entschieden worden, nein, nein, in den Iran darf man nicht abschieben. Aber jetzt geht's wieder. Was hat sich denn verändert? Sind die politischen Gefangenen freigelassen worden? Sind die Toten wieder auferwacht? Was ist passiert? Ich habe mir 5 Gründe, es geht jetzt auch für mich viel darum, ich frage mich immer, warum sind die Menschen so, nein, ich will es nicht sagen, unmenschlich geworden, aber viele machen ihre Augen zu. Viele sind müde, sehen so viel Gewalt auf der ganzen Welt. Es ist ja nicht nur im Iran so, es sind so viele Kriege auf der ganzen Welt. Und die Leute sind wirklich auch müde geworden, sich diese Fotos und Bilder anzugucken vom Krieg, von Kindern, die getötet werden, Frauen, Männer. Ich verstehe das, ich auch. Ich ertrage es auch nicht mehr. Aber ich gucke es mir immer wieder an, um mich zu erinnern und trotzdem weiterzumachen mit meiner Solidarität. Und was können wir von hier aus tun? Eine Sache, was viele oder die hier stehen, verstanden haben, ist, eine Art von Solidarität ist, auf Kundgebungen zu gehen. Oder auch selber Kundgebungen zu organisieren. Andere Solidaritätsveranstaltungen zu organisieren, damit die Aufmerksamkeit nicht verloren geht. Weil geht die Aufmerksamkeit verloren, wird keine Öffentlichkeitsarbeit mehr getan, dann sterben die Menschen in den anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel im Iran. Wenn wir keine Öffentlichkeitsarbeit machen für die politischen Gefangenen, dann werden sie viel mehr getötet, als das, was jetzt sowieso geschieht. Ich habe 5, das möchte ich eben ganz kurz vorlesen. Was wichtig ist, oder was leider nicht gibt, Mangel an Empathie. Gleichgültigkeit zeigt einen Mangel an Empathie gegenüber dem Leid anderer. Ohne Empathie fehlt die Bereitschaft, sich in die Lage von Menschen zu versetzen und auch aktiv nach Lösungen zu suchen. Also bitte empathischer sein.
an Menschenrechte denken. Normverfall. Gleichgültigkeit kann zu einem Verfall moralischer Normen führen. Wenn Menschen Gleichgültigkeit gegenüber Unrecht dulden, wird dies als Akzeptanz oder Normalität interpretiert, was die Hemmschwelle für weitere Unmoral erhöht. Verhindert positive Veränderungen. Ohne Engagement und Empörung gegenüber Ungerechtigkeiten bleibt der Druck auf Regierungen und Institutionen aus, positive Veränderungen herbeizuführen. Gleichgültigkeit kann somit Fortschritt und Entwicklung behindern. Gefahr der Eskalation. Gleichgültigkeit gegenüber Konflikten oder Menschenrechtsverletzungen kann zu einer Eskalation führen. Wenn nichts unternommen wird, können sich Situationen verschärfen und zu schwerwiegenden Problemen führen. Gesellschaftliche Spaltung. Eine gleichgültige Gesellschaft riskiert, in verschiedene Lager gespaltet zu werden, in denen Menschen wenig Verständnis füreinander aufbringen. Dies fördert ein Klima der Isolation und des Misstrauens. Bitte deshalb, seid nicht gleichgültig, macht eure Augen auf, macht euer Herz auf, setzt euch ein für Frieden auf der Welt. Dankeschön. Nieder mit der Diktatur! Nieder mit der